einfacher, es gab unterwegs. Dies sind die Werkräume der IGS Mühlenberg. Wir besuchten am 10. März die Schule, um eine ganz innovative Form des Arbeit-Wirtschaft-Technik-Unterrichtes kennenzulernen. Die Zahl 1111 spielt neuerdings eine große Rolle. 1111, viermal die 1, ist ein besonderes Jubiläum. Und zwar bezieht sich das hier auf unsere sogenannten Solarkids-Materialien. Das sind Materialien, die wir hier an der Schule selber herstellen. Und da geht es darum, dass Schüler erfahren können, einerseits, wie es in elektrischen Stromkreisen aussieht und zweitens, wie Solarzellen und Solarenergie als Energiequelle funktionieren. Die Schüler, die die Sätze bauen, das haben wir im 6. Schuljahr verankert, die sind dann also so etwa 12 Jahre alt und die machen das im AWT, Arbeit, Wirtschaft, Technik Unterricht. Klassisch würde man das vielleicht Werken nennen und da gibt es eben eine Kooperation mit dem Fachbereich, sodass die Schüler also in einem Halbjahr den größten Teil damit zubringen, die verschiedenen Module, die zu diesem Kasten gehören, zu fertigen. Und die jetzt schon in prekären? Die Teile sind praktisch zu verbauen, damit die Schüler es eigenständig erledigen können, was sie auch schaffen. Das ist im Rahmen des Schullab-Teams im Laufe der Jahre immer weiter verfeinert worden. Man sieht eben auch, dass die Materialien, die wir verwenden, ganz einfache Materialien sind, die man in jedem Baumarkt kaufen kann. So eine Lochrasterplatte, die man normalerweise verwendet wird, um irgendwelche Werkzeuge an die Wand zu hängen oder für ähnliche Zwecke. Ja, und dann Standard-Schraubenmaterial und eben die jeweiligen Bauelemente, die da drauf sind. Eben hatten wir ein Radio. Hier haben wir dann eine Solarzelle. Die müssen wir natürlich fertig zukaufen. Die können wir nicht selber entwickeln. Aber das Montieren, das Zusammensetzen, das machen alles unsere Schüler. Die Kinder sind sichtlich bei der Sache und haben Spaß im Unterricht. Herr Müller steht ihnen immer zur Seite, wenn Hilfe benötigt wird. Das ist jetzt der 1111. Satz, der verkauft worden ist. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, die Mittel auch der Grundschulen, die hauptsächlich unsere Kunden sind, sind natürlich auch begrenzt. Und wir haben da einen Sponsor, mit dem wir seit Jahren zusammenarbeiten. Das ist ProKlima in Hannover, der also diese Anfertigung der Kästen unterstützt. Ich baue jetzt vielleicht, worüber alle Beteiligten froh sind. Hier also Jochen Müller erklärt uns die Kosten für ein Paket. Ein so ein Kasten inklusive des ganzen Materials, dann ein Schuber, wo hier die Materialien dann drin gelagert werden können und für Zwecke der, wenn das Wetter mal nicht so schön ist, zum Zweck des Sonnenersatzes, hier so kleine Halogenstrahler, sowas ist also alles in dem Kasten enthalten, kommt pro Kasten, je nach Menge, die man abnimmt, auf größenordnungsmäßig 100 Euro. So dass so ein ganzer Satz, der dann aus normalerweise 10 bzw. manchmal auch 14 Kästen besteht, entsprechend dann zwischen 1000 und 1500 Euro kostet. Dann darf unser Kameramann selbst Strom erzeugen. Am Ende der Stunde bekommen wir ein Experiment präsentiert. Es werden nicht nur erneuerbare Energien vorgestellt, sondern auch herkömmliche erklärt und nachgestellt. Also, ja, hier haben wir ein Modell eines klassischen Kraftwerkes zur Erzeugung von Elektrizität. Wird klassisch betrieben, entweder immer noch überwiegend mit Steinkohle oder mit Erdöl. Naja, oder, das kann ich nicht zeigen, das haben wir hier drin mit Gas. Ja, wir haben die wesentlichen Komponenten eines solchen Kraftwerkes hier. Wir haben also einen Kessel, in dem das Wasser erhitzt wird. Das wird dann zu Wasserdampf und kommt jetzt hier über diesen Schlauch und diese Düse zu einer kleinen Turbine, die wir einfach mit einem kleinen Zahnrad realisiert haben. Und hinten an der Turbine sitzt dann ein kleiner Generator, der den Strom für die Leuchtdioden Vielen Dank für diesen Einblick in den vorbildlichen Werkunterricht.